Jonathan. Vielen Dank, Jonathan. Well, I am a much faster talker than Jonathan. Ich spreche deutlich schneller als Jonathan. So I'm worried for you. Also mache ich mir Sorgen um dich. Just remind me if I need to slow down, okay? Erinnere mich einfach dran, wenn ich langsamer mache. All right, you guys ready for the next session? Seid ihr bereit für die nächste Session? Yes. Oh, it's been so fun to spend this week with you guys here in Germany. Es ist so schön gewesen, die letzte Woche hier zu sein in Deutschland. I knew I was going to talk fast, I'm sorry. All right, so this session is praying in power and authority. In dieser Session geht es darum, in Macht und Autorität zu beten. So who's ready to pray in power and authority? Wer ist bereit, in Macht und Autorität zu beten? So we're first, we get baptized in the Holy Spirit. Also erstens, wir werden getauft im Heiligen Geist. And our spirit becomes alive. Und unser Geist beginnt zu leben. In Christ Jesus. In Jesus Christus. And now we get to walk out our faith in power and authority. Und jetzt dürfen wir Schritte gehen in unserem Glauben in Kraft und in Autorität. So this is really the foundation of ministering effectively in the world. Denn das ist das Fundament dafür, dass wir effektiv in der Welt dienen können. So I'm just going to kind of break down how the mindset we need to have in order to pray in power and authority. Also wollen wir jetzt darüber sprechen, wie wir denken müssen, das Mindset, das wir brauchen, um in Kraft und Autorität zu beten. So the first thing is we need to understand our kingdom identity. Das erste ist, dass wir unsere Identität im Königreich verstehen müssen. Who we are in the kingdom of God. Wer wir sind im Reich Gottes. We cannot be effective for the kingdom of God unless we understand who we are. Wir können nicht effektiv sein im Königreich Gottes, wenn wir nicht verstehen, wer wir sind. So we are made in his image and likeness. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. I think of like an identical twin. Ich stelle mir da einen Zwilling vor. Made in each other's image and likeness. Einen eineiigen Zwilling, Zwillinge, die in ihrem Ebenbild geschaffen sind. So when you look at one, wenn du you also den see the other. Einen siehst, right? Dann siehst du auch den anderen, oder? Do you know when the demonic sees us, it sees him. Dann weißt du, wenn die dämonischen Mächte uns sehen, dann sehen sie ihn. Because we are made in his likeness and in his image. Weil wir geschaffen sind in seinem Ebenbild, ihm ähnlich. So the first thing is we need to foster a relationship with God. Das erste ist also, dass wir eine Beziehung mit Gott pflegen müssen. The reality is that most Christians do not have fellowship with God. In der Realität ist es so, dass die meisten Christen keine Beziehung zu Gott pflegen. They have fellowship with each other about him. Sie haben keine Gemeinschaft mit Gott, sondern Gemeinschaft right? mit anderen Leuten über Gott. Big difference. Das ist ein großer Unterschied. We like to talk to each other about him. Wir sprechen gerne miteinander über ihn. But are we spending time with him? Aber verbringen wir auch Zeit mit ihm? In the presence of the Holy Spirit. In der Gegenwart des Heiligen Geistes. Learning who he is. Zu lernen, wer er ist. Because we are made in his likeness and in his image. Weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, ihm ähnlich. And we know that we are sons of God. We are not orphans. Und wir wissen, dass wir Söhne Gottes sind und nicht Waisen. You see, an orphan will always operate out of performance instead of presence. Denn ein Waisenkind wird immer versuchen zu leisten und nicht aus der Gegenwart heraus zu agieren. While a son has a relationship with the father, an orphan does not. Ein Sohn hat eine Beziehung mit dem Vater und das Waisenkind nicht. So some of us, we operate as orphans in the kingdom of God. Manche von uns verhalten uns wie Waisenkinder im Königreich Gottes. So we're performance driven. Also geht es uns um Leistung. We like to rely on like religious formulas. Tell me exactly the word to say, right? Wir verlassen uns auf religiöse Formeln, wie zum Beispiel bestimmte Worte, die man sagt. When we need to be leaning into the Holy Spirit as our Father, our Heavenly Father. Während wir uns doch ausstrecken sollten nach dem Heiligen Geist, unserem himmlischen Vater. I love 1 Corinthians 3:16 says. 1. Korinther 3 Vers 16, da steht. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und der Heilige Geist in euch wohnt? So when we're praying in power and authority, wenn wir also in Kraft und Autorität beten, we cannot be relying on ourselves. Dann dürfen wir uns nicht auf uns selbst verlassen. But we rely on the Holy Spirit that lives within us. Sondern wir verlassen uns auf den Heiligen Geist, der in uns wohnt, oder?
Every time I pray for someone, immer wenn ich für jemanden bete, I recognize that I, Teresa, have nothing to offer them. Dann ist mir klar, dass ich, Teresa, nichts habe, was ich ihnen geben kann. But the Holy Spirit dwells within me. Aber der Heilige Geist wohnt in mir. And he is the God of the universe. Und er ist der Gott des Universums. The living God. Der lebendige Gott. Come on, he is God er and King. Ist Gott in mir. Yes. Amen. And he has the ability to set them free in that moment. Und er kann sie freisetzen genau in diesem Moment. So when we're talking about authority. Wenn wir also über Autorität sprechen, the most important question to ask yourself is, dann ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen, what is the source of your authority? Was ist die Quelle deiner Autorität? Where does your authority come from? Woher kommt deine Autorität? We only carry authority when we are under authority. Wir tragen nur dann Autorität, wenn wir unter Autorität sind. And all authority is given by God. Und alle Autorität wird von Gott gegeben. So authority comes from being anointed and appointed by him for a specific purpose. Die Autorität kommt also, wenn wir gesalbt und gesetzt sind von ihm für einen bestimmten Zweck. Matthew 8:8 through 10 is the perfect scripture for understanding our kingdom authority. Matthäus 8:8 bis 10 ist die perfekte Bibelstelle, um unsere Autorität im Königreich Gottes zu verstehen. The centurion replied, "Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one to go and he goes, and I tell this one to come and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was amazed, and he said to those following him, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." Der Hauptmann antwortete, "Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan ist, und ich habe unter mir Soldaten. Und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, dann geht er hin. Und zu dem anderen, komm her, dann kommt der Herr." Good? Okay. Basically. Okay. So the key, what was the key that the centurion understood? One key thing that we must understand today if we're going to walk in authority. Was war der Schlüssel, dieser eine Schlüssel, den der Centurio verstanden hat, den auch wir verstehen müssen, wenn wir heute in Autorität wandeln wollen? Anyone know? Weiß es jemand? You want to guess? Wollt ihr raten? Yeah, go ahead, you guess it. Under authority, yes. He who is under authority carries the authority of the one that he is under. Der Schlüssel, do you see what I mean? Der Schlüssel ist, dass er unter Autorität war. Denn derjenige, der unter Autorität ist, trägt die Autorität von der Person, die über ihm ist. Okay, so you can think of it this way. Das kann man sich so vorstellen. This is how I like to think of it. So kann ich es mir vorstellen. Okay, so Jonathan and I. Jonathan und ich. We are tourists in Germany. Wir sind Touristen right in Deutschland. Okay. Im Moment. So we are foreigners here. Wir sind hier also Ausländer. And so we carry no authority. Also tragen wir keine Autorität. This is a foreign land to us. Wir sind hier in einem anderen Land. As Americans. Als Amerikaner. Okay. Now imagine. Jetzt stell dir vor. That we were ambassadors. Dass wir die Botschafter wären. Of the United States of America. Die Botschafter Amerikas. As ambassadors. Als Botschafter. Because we submit ourselves. Weil wir uns untergeordnet haben. Under the authority. Unter die Autorität. Of the President of the United States of America. Amerikas. And he assigns us and appoints us. Und er uns schickt und uns setzt. To be an ambassador for the United States of America. Dass wir Botschafter für die Vereinigten Staaten sein sollen. Then coming here, we would carry authority. Dann wären wir hier und würden Autorität tragen. So we have to understand this. This is so important. Das müssen wir also verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. We are not tourists here on earth. Wir sind keine Touristen auf der Erde. We are ambassadors of heaven. Wir sind Botschafter des Himmels. Because we submit ourselves to the kingdom of God, we carry the authority of heaven. Weil wir uns dem Königreich Gottes untergeordnet haben, tragen wir die Autorität des Himmels. So by the measure that we submit to the authority of God as Lord in our lives, in dem Maß, wie wir uns also Gott als Herrn in unserem Leben unterordnen,
We carry that authority here on earth. In demselben Maß tragen wir auch die Autorität hier auf der Erde. So when I pray for someone, wenn ich also für jemanden bete, I recognize, dann wird mir klar, that I carry the authority of heaven. Dass ich die Autorität des Himmels so trage. So my prayer, mein Gebet also, is not begging heaven, besteht nicht daraus, den Himmel anzubetteln, to move in that person's life. Dass da jetzt was passiert in dem Leben dieser Person. I recognize that I am anointed and appointed by heaven. Sondern ich erkenne an, dass ich gesetzt und geschickt bin vom Himmel. As an ambassador. Als ein Botschafter. So I command or I declare. Also spreche ich aus oder ich deklariere. That ich stelle heaven fest, would move in that person's life. Dass der Himmel etwas tut im Leben von dieser Person. Do you see the difference here? Verstehen wir den Unterschied? Do you see how important it is? Verstehen wir, wie wichtig es ist? See, we have to understand Jesus's death and resurrection. Wisst ihr, wir müssen verstehen, dass Jesu Tod und Auferstehung allowed for the promises of God zugelassen hat, dass die Verheißungen Gottes to be available to us as believers. Uns allen zugänglich sind als But why are many Christians not walking in the promises of God? Warum wandeln also nicht viele Christen in diesen Verheißungen Gottes? Because they don't understand their authority. Weil sie ihre Autorität nicht verstehen. On this earth. Auf dieser Erde. And so they're living under. Also leben sie unter. What God has called them to live over. Dem, wozu sie von Gott berufen sind, drüber zu leben. Versteht ihr? Okay. All right, so that is how we operate in authority. The first most important thing. So wirken wir jetzt also in Autorität. Das erste und wichtigste is to surrender every area of our life under the King of Glory. Ist, dass wir jeden Bereich unseres Lebens unterordnen und abgeben dem König der Herrlichkeit. Because by the same measure that we surrender to his authority in our life, denn im gleichen Maß, wie wir uns seiner Autorität in unserem Leben unterordnen, we can execute that authority here on earth. In dem gleichen Maß können wir auch seine Autorität auf der Erde ausüben. And for some of us, und für manche von uns, it's easy to surrender certain areas. Ist es sehr leicht, gewisse Bereiche abzugeben. Maybe it's easy to surrender our time and have time with God. Vielleicht ist es leicht für uns, unsere Zeit unterzuordnen. But it's hard to surrender our finances. Aber schwierig, unsere Finanzen unterzuordnen. So we must be intentional to surrender every area of our life. Make him king and Lord in every area of our life. Also müssen wir darauf achten, jeden Bereich unseres Lebens ihm unterzuordnen, dass er Herr und König ist über jeden Bereich unseres Lebens. If we want to exercise his authority here on earth. Wenn wir seine Autorität hier auf der Erde ausüben wollen. Then we need to understand his promises in scripture. Und dann müssen wir seine Verheißungen und sein Wort, die Schrift, verstehen. We need to know what the blood of Jesus purchased for us so we can enforce it here on earth. Wir müssen verstehen, was das Blut Christi für uns erkauft hat, damit wir das auf der Erde auch durchsetzen können. We need to understand that his blood purchased our freedom. Wir müssen verstehen, dass sein Blut unsere Freiheit erkauft hat. So we can take authority over devils. Damit wir die Autorität über Dämonen nehmen können. We need to understand that his blood purchased our prosperity and blessing. Wir müssen verstehen, dass sein Blut unseren Wohlstand und Segen erkauft hat. So we can take authority over poverty and lack. Damit wir Autorität ausüben können über Armut und Mangel. You see what I mean? Versteht ihr, was ich meine? Because we only have authority to execute his will. Weil wir nur die Autorität haben, seinen Willen auszuüben, nicht unseren Willen. Right? Just like as an ambassador of the United States of America. Genauso wie der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika. I would only have the authority to execute the will of the president. Hätte ich nur die Autorität, den Willen des Präsidenten auszuführen. But if I broke my relationship with the president, aber wenn ich meine Beziehung zum Präsidenten abbrechen würde, and started doing things my own way, und alles Mögliche machen, was ich will, I would lose my authority. Dann würde ich meine Autorität verlieren. As ambassador. Als Botschafter. So we need to pray like Jesus prayed. Also müssen wir so beten, wie Jesus gebetet hat. Your will be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. That is the key. Das ist der Schlüssel. But we have to recognize that on earth. Aber uns muss klar sein, dass auf der Erde
Many people are not experiencing the perfect will of God. Viele Menschen den vollkommenen Willen Gottes nicht erfahren. So that's where we step in. Da treten wir hinein. As ambassadors of heaven. Als Botschafter des Himmels. With the authority of the King of Glory. Mit der Autorität des Königs der Herrlichkeit. And we declare that God's will be done in that situation. Und wir deklarieren, dass der Wille Gottes geschehen solle in dieser Situation. The Holy Spirit wants to work in and through us to bring God's will to earth. Der Heilige Geist will in und durch uns arbeiten, um den Willen Gottes auf die Erde zu bringen. And we always tell our ministers, und wir sagen immer unseren Dienern, to start this at home first. Dass wir das zuerst zu Hause beginnen sollen. There's nothing magical about this altar. Hier vorne gibt es nichts Magisches hier beim Altar. If you cannot take authority in your home, wenn du nicht imstande bist, Autorität zu Hause zu nehmen, over your children's lives, über deine Kinder, your finances, Leben deiner Kinder, your marriage, your family, Finanzen, Ehe, Familie, then that's where everything starts. Dann da ist, wo es beginnt, wo es startet. That's where we start taking authority. Da starten wir damit, Autorität zu nehmen. Jonathan and I pray every day together. Jonathan und ich beten jeden Tag zusammen. And we take authority. Und wir nehmen Autorität. Over our home. Über unser Haus. Over our finances. Über unsere Finanzen. Over our children. Über unsere Kinder. Over our ministries. Über unsere Dienste. And we command and we declare that heaven will move on our behalf in those areas. Und wir deklarieren, dass der Himmel wirken wird in diesen Bereichen für uns. Does that make sense? Macht das Sinn? Okay, so you guys understand that we can operate in authority? Versteht ihr das, right, wie man in der Autorität sich bewegen kann? Okay, so now we're going to move on to power. Und jetzt wollen wir also, wie die Autorität verstanden haben, zur Kraft oder Macht übergehen. So what, we have to ask ourselves the same question that we asked with authority. Hier stellen wir uns die gleiche Frage wie bei der Autorität. What is the source of our power? Was ist die Quelle unserer Macht? Now here's the truth. Hier ist die Wahrheit. There are many sources of power in the spirit realm. In der geistlichen Welt gibt es viele verschiedene Quellen der Macht. The spirit realm is very real. Die geistliche Welt ist sehr real. We don't see it with our visible eye yet. Wir sehen die geistliche Welt noch nicht mit unseren körperlichen Augen. But it is as real as this stage that we're standing on. Aber sie ist so real wie diese Bühne, auf der wir stehen. And in the spirit realm there are many powers. Und in der geistlichen Welt gibt es verschiedene, viele Mächte. So there are powers operating demonic spirits. Es gibt Mächte, die wirken, dämonische Mächte, that have power. Die Macht haben. Yeah. So this is why. Und deswegen. Is the New Age very common here? New Age, like tarot card reading and kennt ihr stuff? New Age, yeah, yeah. Tarotkarten. People, why do people? Yeah. Why would someone go to a tarot card reader? Warum würde jemand zu einer Kartenlesung gehen oder zu so einem Zauberer? Warum? Because they want power. Weil and sie there is Macht power. Wollen und da auch eine Macht ist. So the question we always have to ask ourselves, die Frage, die wir uns also immer stellen müssen, ist, what power are we cooperating with? Mit welcher Macht arbeiten wir zusammen? There are many people that are cooperating with demonic powers. Es gibt viele Menschen, die kooperieren mit dämonischen Mächten. And people are wowed. Und die Leute staunen, wow. Shocked that they knew that. Or that they manifested, they call it manifest, right? They manifested something. Und sie können es nicht glauben, dass sie zum Beispiel was gewusst haben oder dass sie was manifestiert haben. Das nennt man ja manifestieren. And these people from the New Age that are operating with demonic powers. Und die Menschen aus der New Age Bewegung, die mit den dämonischen Mächten kooperieren. Sometimes they come into the church. Kommen dann auch manchmal in die Gemeinde. And they relabel their terms. Und sie benennen einfach Sachen um. To make them Christian sounding. Und ihre Sachen klingen dann plötzlich christlich. But they still are using the same power. Aber sie benutzen immer noch die gleiche Macht. They never broke agreement with those powers. Sie haben nie ihre Verbindung zu diesen Mächten gebrochen. So instead of saying manifest, they say miracle. Also anstatt dass sie sagen, wir manifestieren, sagen sie ein Wunder. Or instead of saying divination, they say prophetic. Oder anstatt zu sagen, so Wahrsagerei, sagen sie Prophetie. But they're still operating with wicked powers. Aber sie kooperieren immer noch mit den bösen Mächten.
And those devils, they bring death and destruction everywhere they go. Und diese dämonischen Mächte, die bringen den Tod und die Zerstörung überall hin, wo sie kommen. So the fruit of all of that is death and destruction. Die Frucht all dessen ist also Tod und Zerstörung. So we have to be very careful wir as a also body. Sehr, sehr vorsichtig sein, that we are not operating with the wrong power. Dass wir nicht die falsche Kraft anzapfen. Many people, they come into the church and they just want to add the Holy Spirit in. Like, just let's add Jesus into the mix. Viele Leute, die kommen in die Gemeinde, um ihrem Leben einfach Jesus hinzuzufügen. Lass einfach Jesus noch in mein Leben oben drauf sitzen. So we need to be very aware of this as it's operating. Und da müssen wir wach sein und es sehen, wenn es da ist. And this is why discernment is so important. Und deswegen ist die Geisterunterscheidung so wichtig. We need to know that the source of our power is only the Holy Spirit. Wir müssen wissen, dass die Quelle unserer Kraft nur der Heilige Geist ist. That we are not cooperating with any other spirit. In the spirit realm, but the Holy Spirit. Dass wir mit keinem anderen Geist der geistlichen Welt kooperieren als nur dem Heiligen Geist. So if anyone in here, if you have done, you know, practiced witchcraft or New Age in the past, you need to renounce that activity and get that broken so that you no longer have that power operating in your life. Wenn also irgendjemand hier in diesem Raum ist, der in seiner Vergangenheit mit New Age oder mit Okkultismus zu tun hatte, dann ist es sehr wichtig, dass man das komplett bricht und sich davon komplett löst, bevor man anfängt, im Heiligen Geist zu wirken. The Bible says that God is a jealous God. Denn in der Bibel steht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. He doesn't like sharing us. Er teilt uns überhaupt nicht gerne. And he shouldn't. Und so ist es auch richtig. Because all of that demonic activity denn all diese dämonische Aktivität, it harms us. Die zerstört uns und die schadet uns. All right, makes sense? Macht das Sinn? All right. So we need to ask God for discernment. Also bitten wir Gott um Geisterunterscheidung. We need to understand and know the word of God. Wir müssen das Wort Gottes, die Bibel, kennen und verstehen. So when we see something that does not align with the word of God, dass wenn wir das sehen, das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, we know right away that that is not the Holy Spirit operating. Wir sofort erkennen, dass hier nicht der Heilige Geist am Werk ist. Because everything the Holy Spirit does will correlate with this book. Weil alles, was der Heilige Geist tut, auch übereinstimmen wird mit diesem Buch. And like Jonathan said, und wie Jonathan gesagt hat, we need to pray in the spirit regularly. Müssen wir regelmäßig auch in anderen Sprachen im Geist beten. So our spirit and our discernment becomes honed, so we can see when there is a power operating that is not the Holy Spirit. Damit unser Geist und unsere Geisterunterscheidung scharf wird und klar sieht, um zu erkennen, wenn ein fremder Geist am Wirken ist. All right, you guys with me? Everyone's awake? Ja, seid ihr dabei? Okay. Seid ihr wach? All right. Ja. So last thing. Das letzte. To operate in power and authority. Zum Thema in Macht und Autorität zu wandeln. We must have faith. Wir brauchen Glauben. Wir müssen Glauben haben. I recognize every time I pray for someone. Mir ist klar, oder ich erkenne an, jedes Mal, wenn ich für jemanden bete, that I have nothing to offer them. Dass ich ihnen nichts geben oder anbieten kann. I am a human being. Ich bin ein Mensch. With no power of my own. Ohne Macht in mir selbst. The only thing that I can bring to their situation. Das einzige, was ich in ihre Situation bringen kann, is faith. Ist Glaube. Because faith is the currency of heaven. Weil Glaube die Währung des Himmels ist. And faith attracts the things of God. Und der Glaube die Dinge Gottes anzieht. Faith is how we move heaven into someone's world. Glaube ist, wie wir den Himmel in die Welt dieser Person bewegen und bringen. And the reality about faith, und die Realität über den Glauben, is that everyone has faith in something. Ist, dass jeder an etwas glaubt. A lot of people like to think that, oh, I just don't have faith. Viele Leute sagen, naja, ich glaube halt einfach nicht. I'm faithless. Ich bin ohne Glauben, ich bin ungläubig. It's impossible. Aber das ist unmöglich. If you don't have faith in God, you have faith in someone else or something else. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann glaubst du an etwas anderes oder jemand anderes. Maybe you have faith in yourself. Vielleicht glaubst du an dich selbst. And you're operating in a spirit of control. Und du dienst einem oder ja, gehst in einem Geist der Kontrolle. Or maybe you have faith in science. Oder vielleicht glaubst du an die Wissenschaft. Or knowledge. Oder an Wissen. Or the government.
Oder die Regierung. Or your bank account. Oder dein Konto. But each and every person in this room, you all have faith in something or someone. Aber jeder Einzelne, der hier ist, der hat Glaube an jemanden oder an etwas. So it's not about do I have faith or not. Also geht es nicht darum zu fragen, habe ich Glaube oder habe ich kein Glaube. The question is, what is my faith in? Die Glaube ist woran glaube. Die Frage ist, woran glaube ich? When we put our faith in the King of Glory. Wenn wir unseren Glauben in den König der Herrlichkeit setzen, we are never disappointed. Dann werden wir niemals enttäuscht. And I can tell you a really simple question to ask yourself to know what your faith is in. Und ich kann dir eine ganz einfache Frage mitgeben, die du dir selbst stellen kannst, um herauszufinden, woran du glaubst. When you encounter a problem, wenn du mit einem Problem konfrontiert wirst, what is the first thing you turn to? Was ist das Erste, wohin du dich drehst? If it's not God, wenn es nicht Gott ist, then you need to make a decision today, dann musst du heute eine Entscheidung treffen, to put your faith in God. Deinen Glauben an Gott zu richten. Not yourself, nicht dich selbst. Not your friends or spouse or pastor. Nicht deine Freunde, deinen Ehepartner, deinen Pastor. We serve the King of Glory. Wir dienen dem König der Herrlichkeit. And he wants to move in our lives. Und er will sich bewegen in unserem Leben. All right. So let's move into a little bit of Q&A if anyone has questions. Jetzt wollen wir kurz einfach bisschen Frage und Antwort machen, wenn jemand eine Frage hat. And then I want to pray for some of you. Und dann am Ende will ich auch noch für euch beten. All right. So first Q&A. Does anyone have any questions? Also erstens. Stellt gerne Fragen jetzt. About praying and authority and power, anything I shared about? Über jetzt das Gebet, worüber ich gesprochen habe, in Autorität und Kraft. Don't be shy. Traut euch, seid nicht schüchtern. I like questions. No questions? Ich mag Fragen. No way, there has to be a question, yes. Wie du willst, ich wiederhole eh alles. Also man sagt, Christen können nicht besessen sein, aber Dämonen können an ihnen haften oder können sie bedrücken. An welchem Punkt weiß man, ob man frei ist oder sich nochmal durchreinigen muss? Richtig? Und stimmt es überhaupt oder nicht? Okay, so, they say, I don't know why people are laughing, I just repeat. Okay, so basically she said that... they say that Christians cannot be possessed by demons, but they can be oppressed, or demons can stick to them in a way. How do you know which is which? Yeah. Also, how do you know if you're completely free or a person is, if they might need to like clean themselves in a way? Right, yeah. Is that like... And everything I just said, is that accurate or would you change any detail? Yeah. Kind of? Actually, our last session, can you let them know, we're going to do two more sessions, mm-hmm. one on inner healing and one on deliverance. So I'm going to go deep into deliverance and demonic spirits. So I will answer all of those questions. Yeah. Wow. Okay. Sorry, that was a lot. That's good. Ja, also wir reden später drüber. Wir machen nochmal zwei Sessions über innere Heilung und über dämonische Besessenheit. Und da wird sie dann alles ganz genau erklären. Da gerade noch eine Frage, ja? Ja? Schön laut. Was sagst du? Ich befürchte, dass du das nachher auch in der Session sagen wirst. Aber ich frage es dir trotzdem. Again, a question about demonic possession. Oh, okay. Same answer? Yeah, we're going to talk, the last session is all about right. deliverance and devils. So that was like if somebody was set free, can the demon come back? Yep. That's all awesome. Of that will come. Yeah. Yeah. Nächste Session oder übernächste. Der Benni hat noch eine Frage. Wenn man jetzt in Kraft und Autorität betet und es trotzdem nichts passiert. Ah, nice, okay. Gut. Genau, das ist einfach so die Frage. Also, ist es dann nicht Gottes Wille oder. Also no, it's good. This one's perfect. Okay. Yeah. She's such a great student, you know. Du weißt, was ich sage? Look at that beautiful face. Also, wenn man in Kraft und Autorität betet und es trotzdem nicht passiert, was heißt das? Heißt es, es wäre nicht Gottes Wille oder was kann man dann machen? Genau. Mhm. If you pray in authority and power, but what you prayed for doesn't happen, what does it mean? What do you do? Is it not God's will or what's going on? Yeah, that's a very good question. Sehr gute Frage. If it is written in the Word of God as a promise to Christians,
Wenn es eine Sache ist, die im Wort Gottes als Versprechen für Christen drinsteht, then it is his will. Then it is? Then it is his will. Dann ist es auch sein Wille. Sometimes it takes time and perseverance in the spirit for us to see this fully come alive in our life. Manchmal braucht es eine Weile und es braucht Zeit und auch von uns Durchhaltevermögen, dass wir die Fülle dessen sehen, was im Wort Gottes steht in unserem Leben. God is a God of process. Denn Gott ist auch ein Gott des Prozesses. He's not just like, you know, oh, right in that second, oh, poof, everything just magically happens all the time, right? That, sometimes that happens. Miracles happen like that, sometimes. Ja, also manchmal passieren Dinge sofort, aber oftmals ist es auch nicht so, dass Sachen einfach so passieren. And certain miracles we've experienced have been immediate. Wir haben schon spontane Wunder erlebt. And then some we had to persevere daily and press in and pray every single day until we finally saw the breakthrough. Und in anderen mussten wir durchhalten und beten und jeden Tag beten und viel dafür beten, bis es dann eines Tages passiert ist. So we've got to get strong faith. Wir müssen also einen starken Glauben entwickeln, that perseveres in the things of God. Der durchhält in den Dingen Gottes. Many people are just very easily discouraged. Viele Menschen, die werden sehr, sehr leicht verunsichert oder entmutigt. But we've got to, that's where strengthening our spirit and spending time with God every single day. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Geist stärken und auch jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. It builds our faith so that we can persevere through hard things. Weil es unseren Glauben baut, so dass wir auch in diesen harten Zeiten durchhalten können. Does that help? Yeah. Hilft das? Yeah. All right. Any other? Yeah. Question there. Können wir als Christen Autorität über alle Dinge nehmen oder gibt es bestimmte Bereiche oder bestimmte Leute, die Mandate für diese Dinge haben? Richtig? I don't know why people are laughing. I'm like trying my best here. Maybe that's the problem. So, can we as Christians take authority over everything or are there certain areas which we have authority over? And or are there certain people who have certain mandates or areas in that they have more authority over? Yes, that's a great question also. So the best way to think about it is that we have authority in the spirit realm over everything that we are assigned to. Also die beste Weise darüber nachzudenken ist zu sagen, dass wir Autorität in der geistlichen Welt haben über alle Dinge, die uns zugewiesen sind. So we have authority in our home over our children. Also haben wir zum Beispiel Autorität zu Hause über das Leben unserer Kinder. Over our finances, right? Unsere Finanzen. That's our mandate to be their parents. Weil es zum Beispiel unser Mandat ist, Eltern zu sein für unsere Kinder. But then let's use us as an example. Aber uns als Beispiel. When we first started serving, als wir am Anfang unseres Dienstes waren, at church, in der Gemeinde, we oversaw one small team. Da haben wir ein kleines Team geleitet. And because God appointed us as leaders over that team, und weil Gott uns eingesetzt hat als Leiter dieses Teams, we had authority over that team. Hatten wir auch Autorität über dieses Team. Because authority and assignment go hand in hand, yes? Weil Autorität und Einsetzung auch Hand in Hand gehen. So as our authority has expanded over the years in Awaken. Und über die Jahre hat unsere Autorität dann zugenommen in Awaken. Then we oversaw 5 teams. Dann hatten wir 5 Teams geleitet. At one campus. In einem Standort. So then we had more authority. Da ist also die Autorität gewachsen. And then we had authority over 3 campuses. Und dann haben wir Autorität über 3 Standorte gehabt. So God, when we are faithful with the little, wenn wir also treu sind im Kleinen, and we take authority in our home, und wir die Autorität nehmen in unserem Zuhause, God will begin to expand our authority.
dann wird Gott unsere Autorität ausdehnen und ausbreiten. So as an example, another example. Ein anderes Beispiel. We know that we have authority here to speak and minister in this room. Wir wissen, dass wir hier Autorität haben zu sprechen und zu dienen in diesem Raum. Because we came here on assignment from heaven. Weil wir hergekommen sind, weil der Himmel uns geschickt hat als Aufgabe. And Pastor David invited us. Und Pastor David uns eingeladen hat. So he has given us authority in this room. Also hat er uns Autorität hier in diesem Zimmer gegeben. So it's true, you do not want to step out of your assignment. Also stimmt es, wir wollen nicht außerhalb unseres Bereiches gehen. You will not have authority if you're out of your assignment. Wir werden nicht Autorität haben, wo wir nicht eingesetzt sind. So we've got to be very sensitive to obeying God. Also müssen wir sensibel sein, Gott zu gehorchen. Does that make sense? Macht das Sinn? Does that help? That's deep level. You guys are getting good questions. Yeah, those sind tiefe are deep Fragen. Questions. Sehr gut. Yeah, macht's gut. Yeah, there's a question there. Ist es auch also dämonische Sache? Ja. David signalisiert mir, it's about some go out with prayer and fasting and others don't. Yeah, later? That'll be later. Yeah. We're going to talk all about devils soon. Darüber sprechen wir auch später. Don't worry, be patient. Sei geduldig, es wird krass. All right, yes. Yeah, maybe we'll do one more question okay, and then noch eine Frage, ja? Mega. Also wenn man das, also wie hast du die Frage, wenn man das Gefühl hat, Gott setzt dich ein? Oder wenn Gott setzt dich ein, genau, okay. Wenn Gott dich eingesetzt hat in einem gewissen Bereich, aber Menschen das nicht so sehen, hast du dann in diesem Bereich trotzdem Autorität? Die verantwortlichen Menschen, die sehen das nicht, erkennen das nicht an oder wie auch immer. Okay? Also Gott setzt dich ein, die Verantwortlichen erkennen es nicht an, hast du trotzdem Autorität, richtig? If God appoints you in a certain area, but the people who lead there, like the responsible leaders, don't agree, do you still have authority over the area? Remember, we're talking about authority in the spirit realm, not in the natural. So, might mean that too, but yeah, yes. So in... Wir, let me translate. Okay. Also wir sprechen über Autorität im geistlichen Bereich und nicht im irdischen Bereich. Right, right. So we cannot override someone's free will in the natural realm. Yeah. Also können wir beispielsweise nicht über den freien Willen von Menschen gehen. But if God has appointed us with an assignment, then we do carry the authority of heaven under that assignment. He doesn't make us, responsible for something and then not give us the authority to execute what he's asked us to be responsible for. Also wenn Gott uns wenn Gott uns eingesetzt hat über einen Bereich, dann gibt uns auch die Autorität. Let me make sure I understand it right. Yeah, I was going to say, ask if that makes sense. Right. So if like the leader does not agree with the fact that you say that God has given you authority here, what then? Right, like the leader who is responsible, like let's say the pastor or whatever, okay. He doesn't agree with the fact that you've been chosen by God, which is God told you personally, for example. Oh, I see. Okay, habe ich es richtig gesagt? Verstehst du auch Englisch, so was ich gesagt habe gerade? Yeah, so that's the idea. The question is like, if I feel like God has given me authority to lead a certain group, but the pastor says, no, God didn't. Oh, no. Like, do I still have the authority because God kind of supersedes the pastor? I understand. No, because we are under authority, so we are mandated we need to submit to the authority that's over us. We have to stay under authority. Which is the human authority in that case. I mean, yes, unless God calls you out of that authority, yes. The kingdom of God, we have to remember, sorry, I'm just going to explain this to you and then you can, okay, so. I will translate starting now, okay? Okay. So the kingdom of God is very organized. Das Reich Gottes ist sehr organisiert und ordentlich. So God is a God of order, as you said many times. Gott ist ein Gott der Ordnung, wie wir gehört haben. Yeah. So we cannot just rebel against our authority and the ones that are over us and in the natural and in the spirit. We are called by heaven to submit
to our spiritual authority. Also dürfen wir nicht rebellieren gegen die Autorität, die über uns ist, sei das menschlich oder geistlich, sondern wir ordnen uns immer unter die Autorität unter. Of course, unless they are asking us to do something that is sinful or against the word of God, then we should not obey. Yeah. Außer wenn diese Autorität uns bittet, Dinge zu tun oder von uns verlangt, Dinge zu tun, die gegen das Wort Gottes gehen oder Sünde sind und schlecht, dann müssen wir uns natürlich nicht unterordnen. So in that case, I would say to continue in prayer. If you disagree with something, you need to continue in prayer until God reveals it to the one that's in authority. Also würde ich dir raten oder die Personen in dieser Situation raten, dass sie weiter dafür beten, im Gebet weitergehen und dafür beten, dass Gott auch der Autorität oder dem Leiter zeigt, dass du dazu berufen bist. Does that make sense? Yeah. Macht das Sinn? Yeah. Okay, good. Okay, good. Can I would love to demonstrate by praying for some of you. Is that okay? Is that okay jetzt wollen wir praktisch werden und das demonstrieren, indem wir beten, okay? Does anyone need a healing or is anyone saying, I need a miracle from heaven? I need heaven to move in my life. Braucht jemand, der jetzt hier ist, eine Heilung oder hat jemand ein Problem, wo er sagt, ich brauche einfach das Wirken des Himmels in meinem Leben? Come up. Can we just say, whoever wants a miracle to come up? Of course. Yeah. Also dann darfst du jetzt nach vorne kommen. Wenn du sagst, ich brauche ein Wunder, eine Heilung, etwas, dann komm jetzt bitte gleich einfach nach vorne. Yeah. Nobody needs a miracle. We need miracles. Hi. Hello. Hi. What's your name? Malis. Okay. What is it that she would like heaven to do? I have diabetes. Oh, you have diabetes. Okay. Since 11 years. Would you like everybody to hear? Or not so much? How about this? How about I can pray for her. I'm just going to pray. And then can you just kind of translate? Do you want to translate after? However, or mid? You okay. Tell me. Let me do it. Let me pray. And then you can translate after. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay, great. So I'm going to pray for you. And all I'm doing is I recognize in my mind that I am a human being that cannot heal her. Was jetzt passiert ist, sie hat Diabetes und ich erkenne als Mensch an, dass ich nur ein Mensch bin, der nicht heilen kann. But God in heaven, he has the ability to heal her right now. Aber Gott im Himmel, er hat die Fähigkeit, die Macht, sie jetzt zu heilen. So I'm going to be sensitive to the Holy Spirit. Also werde ich sensibel sein und hören auf den Heiligen Geist. So whatever the Holy Spirit tells me, I'm just going to pray. Also was der Heilige Geist mir sagt, das werde ich beten. Okay.